Ich bin bereit, Sean. Gib mir die Musik. Hallo und herzlich willkommen zu Die Deutsche und der Ausländer. Ich bin Nina, ich bin die Deutsche und bei mir ist... Sean, der Ausländer. Wie geht's dir, Nina? Gut, ich bin gerade von einem Nickerchen aufgewacht. Nickerchen. Es gab wirklich eine Möglichkeit, dass du diese Aufnahmen verpacken würden, weil du hast ein Nap gemacht, einen Nachmittagsschlaf. Das war schon, ja. Du bist jetzt kurz vor unserem Anruf aufgewacht, oder? Nee, ich war dann schon ein bisschen länger wach, aber nicht okay, viel länger. Okay. Aber gut, dass du das nicht verpasst hast, Nina, weil wir haben letzte Woche nicht eine Podcast aufgenommen und ich weiß das lag nicht, auch an mir. Es lag an deiner Internetverbindung, aber du warst im Urlaub. Zu Hause, ja. Nicht zu Hause, du warst im Urlaub und da war die Wireless Connection nicht so gut, um, ja, dass wir das aufnehmen könnten. Genau. Ich bin geflüchtet. Ich war ein Corona-Flüchtling. Corona-Flüchtling. Gibt's kein Corona? Okay, so lass ich mal fragen. Mhm. Wo warst du zuerst? Ich war auf Teneriffa eine Woche lang und es war super hammergeil. Mhm. Ja, so eine gute Zeit. Wir kommen dazu, zu deinem Urlaub. Aber du bist jetzt in Quarantäne. Ja, jetzt bin ich, seitdem ich zurück bin, in Quarantäne. Okay. Und eigentlich mache ich genau das Gleiche, was ich vorher aufgemacht habe, aber jetzt langweilt es mich, weil jetzt darf ich nicht nach draußen. Jetzt darfst du gar nicht nach draußen, ja? Das bedeutet, du musst wirklich in deiner Wohnung bleiben, die ganze Zeit. Ja, so habe ich es zumindest verstanden. Ich traue mich nicht mal, den Müll rauszubringen. Und das wäre eine meiner Frage eigentlich, ist das, kontrollieren die das irgendwie? Hast du eine Tracker oder musst du... Ich habe keinen Tracker. Nein, also das nicht. Also ich musste, als ich wiedergekommen bin, musste ich quasi innerhalb von 48 Stunden einen Corona-Test, warte, wir fangen von vorne an. Bevor ich nach Deutschland zurückgeflogen bin, musste ich schon aus Spanien heraus mich quasi registrieren, dass ich wieder nach Hause komme. Okay. Und von wo ich komme, wo mein Flugzeug landet oder wie ich hinkomme, wo mein Flugzeug landet und wo ich mich dann in Quarantäne begeben werde. Okay. Und dann bin ich in Deutschland angekommen und dann habe ich sofort eine SMS gekriegt. So, hallo, hier ist die Bundesregierung. Wow. Ja. Hier finden Sie eine Liste mit den Quarantäneregelungen, bla bla bla. Bitte begeben Sie sich direkt in Ihr Quarantäne-Domizil. Und dann bin ich nach Hause gegangen, ja. Okay. Weißt du, wir reden immer von Deutschland und Problemen mit Digitalisierung, aber manche Sachen sind so gut digitalisiert oder nicht? Ja, aber es kommt noch. Aber innerhalb von 48 Stunden, nachdem du zurückgekommen bist, musst du dann einen Corona-Test oder zumindest hier in Nürnberg ist es so, du kriegst dann auch nochmal eine E-Mail von der Stadt Nürnberg, so, das sind auch die Bestimmungen hier im Detail, das gilt hier in Nürnberg. Und hier ist übrigens ein Link, wo du deinen Corona-Test hochladen musst. Und wenn du nach 5 Tagen nochmal einen Test machst und negativ warst, dann darfst du die Quarantäne verkürzen. Du musst den Beweis aber auch online hochladen. Also klicke ich auf diesen wunderbaren Link und es klappt auch alles wunderbar und ich fülle so meine Sachen aus. So ich bin Nina Wooten. Nein, ich habe keine Symptome. Hier ist mein Test. Er war negativ. Dann lade ich den hoch, klicke auf Hochladen und dann dreht sich einfach das Tonbildchen. So weit, so gut, Deutschland. Und dann nix. Aber da habe ich es einfach nochmal versucht, weil, keine Ahnung, vielleicht Server überfordert, was weiß ich, das Gleiche. Und dann habe ich aber bei der Corona-Hotline angerufen und ich habe so schon viel Negatives davon gehört. Ja, diesen unfreundliches dauert zu lang, kann ich nicht bestätigen. Ich habe angerufen, innerhalb von 20 Sekunden ist jemand rangegangen, sehr freundlich. Ein echter Mensch. Ein echter Mensch, kein Computer. Ein echter Mensch ist rangegangen und hat mit mir gesprochen. Und ja, endlich jemand, der in der Quarantäne mit mir spricht. Und dann habe ich da, ja, ich habe versucht, gerade meinen Test hochzuladen, aber es geht nicht. Und dann hörst du schon so ein bisschen die Frustration von der armen Dame. Oh nein, wirklich? Und ich so, ja, ich habe es zweimal versucht und es geht nicht. Ja, ich schaue mal, ob sie es irgendwie anders machen können. Ich so, danke. Und dann konnte ich es per E-Mail schicken, was schon okay ist. Aber... Also ich bin ja jetzt nicht die Einzige, die im Urlaub war. Und vor allem, wir haben ja nächste Woche Osterferien und es wollen alle nach Mallorca fliegen. Ja, vielleicht sollte bis dahin der Link funktionieren.
Ich weiß. Ich bin überrascht, dass die nicht gesagt haben, dass du das mit dem Post schicken solltest. Nee, ich konnte, und also das, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber normal in Nürnberg mag die Behörde das nicht, wenn du denen E-Mails schickst. Ja, genau. Und aber ich konnte dann einfach per E-Mail das sogar zurück an die E-Mail, die mir meine Quarantäneregeln geschickt hat, konnte ich einfach antworten und das schicken. Ich habe zwar noch keine Bestätigung bekommen, aber ich habe meine Civic Duty getan. Ah, oh, schön. So, dann wartest du ab, bis die das bestätigt und dann darfst du raus. Nee, tatsächlich auch das nicht. Wenn jetzt mein nächster Test negativ ist und ich weiterhin keine Symptome habe. Also solltest du zum Beispiel einen negativen Test haben, aber dann, du kriegst so eine Liste mit 7 oder 8 Symptomen. Und wenn eins von diesen Symptomen auftritt, dann dürftest du auch nicht raus, obwohl du den negativen Test hast. Aber du hast keine Symptome. Nö. Nee. Das brauchst länger schlafen. Ja, aber das liegt auch daran, dass ich in der Quarantäne so gelangweilt bin, dass ich jetzt halt bis, keine Ahnung, 2 Uhr nachts Bücher lese oder so. Also genau, aber wenn ich jetzt, also morgen habe ich um 7 Uhr morgen den nächsten Test, dafür darf ich meine Wohnung verlassen. Oh, okay, das wäre also auch mal eine meiner Fragen. Genau, wie testen, kann man testen, wenn du das nicht... Zum Testen darf man die Wohnung verlassen. Das Einzige, also ich bin auf Nummer sicher gegangen, ich zahle meinen Test selber, ich mache den vollen PCR-Test. Ich habe im Internet aber auch gelesen, angeblich kann man auch einfach diesen Schnelltest machen. Ja. Lieber safe than sorry, da kommt die Deutsche in mir raus, so... lieber 120% als nur 80%. Ja, ja, ja. Und dann darf ich ab hoffentlich Freitag wieder unter die Menschen. Okay. Und sollte der Test positiv sein, was ich nicht glaube, dann müsste ich 10 Tage mindestens Quarantäne machen. Und dann weiß ich aber auch nicht, dann müsste ich mich damit beschäftigen, wenn er positiv war, ob dann die 10 Tage Quarantäne ausreichen oder ob ich dann nochmal Quarantäne machen muss. Oh mein Gott. Da kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist. Aber der wird ja, ich glaube, nee, ich glaube, es wird kein Problem, Nina. Nee, aber das ist auch egal, weil du kannst nicht wirklich viel tun, wenn es keine Quarantäne gibt. Es gibt immer in Bayern Lockdown, aber ja, wenigstens nicht mehr Ostenruhe. Was, wie haben die das genannt? Aber, Ruhetag, aber Ruhetag, ja. Also man kann nicht viel machen, aber ich kann ja zum Beispiel auch nicht zum Einzelsport. Also normalerweise gehe ich ja so 2x die Woche laufen. Ich kann ja nicht mal zum Joggen rausgehen. Und das ist schon so ein, ja, klar sitze ich dann hier und mache, keine Ahnung, 5 Liegestützen oder so. Aber ja, nee. Ja, es ist immer anders, wenn man draußen ist. Und heute war es wirklich schön, Nina. Super, und ich sitze hier und ich denke mir so, ich bin aber auf den Balkon gegangen. Das ist noch Teil meiner Wohnung, habe ich beschlossen. Ja, das würde ich... Ah, Nina war draußen. Quarantänefrau war draußen. Ja. Aber sie haben uns den Ruhetag genommen. Aber ich muss sagen, das hatte ich auch gar nicht, also dass wir zwei frei hatten, das habe ich nicht so gecheckt, weil so wie ich das aufgenommen habe, klar, Geschäfte machen zu. Mhm. Das war nämlich so, okay, jetzt dürfen die Blumenläden nicht mehr offen haben, die Apotheke nicht mehr, der Supermarkt, was weiß ich. Aber ich dachte, ich bin einfach logischerweise davon ausgegangen, schauen, nachdem wir schon ein Jahr remote arbeiten, hat das null Einfluss auf mich. Und dann sagt mir heute früh ein Kumpel, wir haben nächste Woche Donnerstag frei. Und ich so, nee. Dann lese ich das nach und freue mich wie ein Schnitzel, dass ich einen freien Tag komme. Und 2 Stunden später kriege ich die Nachricht. Ich kriege keinen freien Tag. Das war so schnell eine gute Nachricht und dann später eine schlechte Nachricht. Weil gestern in einer WhatsApp-Gruppe mit Kollegen hat jemand auch gefragt, ist es eigentlich am Donnerstag nächste Woche ein Feiertag, oder? Und dann hat mein Chef gesagt, ja, wir wissen nicht. Nein, wir wissen dann, genau, dann haben wir gehört, dass die würden darüber reden, dass vielleicht doch. Und dann habe ich mich schon gefreut, weil ich habe einen Tag Urlaub genommen für Donnerstag. Jetzt muss ich keinen mehr Urlaub nehmen. Und dann, wie du sagst, heute kam das Nachrichten. Angela Merkel sagt sorry, aber sie machen alles rückgängig. Und ja, Angela, du solltest sorry sein, weil ich bin jetzt enttäuscht und Nina auch. Ja, und ich habe das auch, ich hatte dann heute früh meinem Chef auch geschrieben, so, ey, ist nächste Woche frei oder nicht? Und er so, ja, wissen wir noch nicht. Und dann kam die Nachricht, dass es nicht ist. Und in der gleichen Sekunde schreibt mein Chef mir Edge Badge. Nett, sehr nett. Oh Gott. So, erklär mir von deinem Urlaub, Nina. Zuerst muss ich fragen, wie dem Wetter war, weil hier war es absolut scheiße hier. Das war geil. Arschkalt, geil. Wie die Deutschen sagen. War absolut geil. Wir waren im Süden von Teneriffa. Also ich muss auch sagen, also wenn man Corona-konformen Urlaub machen kann, dann würde ich es Corona-konform nennen. Wir waren unsere
Gruppe und wir haben uns aber auch nicht mit anderen getroffen. Und das Gute daran ist, dass gerade Corona ist und keine Touristen gibt. Die Insel ist leer. Leer. So macht man normalerweise nicht Urlaub da, glaube ich. Du kannst, habe ich auch gehört, aber da, keiner. Nix los? Keine Sau. Du kannst dir gar nicht Corona holen, weil es nicht genug Leute gibt, die dir Corona geben können. Was für ein Traum. Ja, und wir haben zwei Freunde, waren schon auf der Insel, die waren schon knapp 2 oder 3 Wochen da. Und die haben uns noch erzählt, ja, also es ist wärmer als in Deutschland, aber also sie würden uns empfehlen, einen Schal mitzunehmen und so eine Jacke und Pullis und so. Habe ich dann natürlich gemacht. Aber natürlich auch Bikini und kurze Hose. Ich habe die ganze Woche nicht einmal eine lange Hose angezogen, weil wir, als wir in dieser Woche da waren, hatten wir jeden Tag so 23 Grad Sonnenschein, schon geil. Perfekt. Perfektes Wetter, Nina. Perfekt. Du hast wirklich der schlimmste Teil hier vom Winter verpasst, als du weg warst. Ja, ich habe, das war dann auch das, wir liegen am Strand und meine Mutter, wir liegen wirklich am Strand und wir haben schon einen Sonnenschirm aufgestellt, weil wir können uns jetzt nicht verbrutzeln und so und lauter solche Sachen. Sonnencreme 50 draufgeschmiert, weil geht ja nicht. Und in dem Moment schickt mir meine Mutter, hallo Mama. Ein Foto hallo Mama, unserem, hallo Nines Mama. Ein Foto von unserem Garten und es ist einfach Schnee. Ja, wirklich. Ein Morgen bin ich aufgewacht und es war weiß draußen und ich habe gesagt, wie kann das denn sein? Das ist März. Und das war der März. Tag, da waren wir an einem Strand. Also es gibt ja auf Teneriffa auch schwarze Strände bei Vulkaninseln und so. Und da waren wir an so einem Vulkanstrand und wenn du auf diesen Strand, also da ging dann so ein Weg runter und genau da, wo der Weg dann in den Sand übergegangen ist, steckte im Boden ein Thermometer, um dir zu sagen, dieser Sand ist fucking heiß. Weißt du, wie viel Grad dieser fucking heiße Sand hatte? Wie viel Grad? 55 Grad. Wow. Ja, das kann ziemlich... Hast du das versuchen? Nur zu sehen, ob es richtig war? Ja, weil ich höre ja auf niemanden. Ja, genau. Ich hätte diese Frage nicht gestellt, weil ich habe schon fast geahnt, dass du das gemacht hast. Ja, natürlich habe ich meine Schuhe ausgezogen, weil ich hatte an dem Tag meine Flipflops vergessen und dann mit Sneakers am Strand zu laufen, ist nicht so geil. Für 5 Meter? Kann nicht so schlimm sein. Oh. Nee. War stimmt? Ich habe es sofort wieder angezogen. Aber ich mag deine, wie kann man sagen, Attitude nieder. Das ist wirklich, fuck you. Ich nehme meine Schuhe aus. Never try. Ich hab das, sag mir nicht, was zu tun habe. Ich stelle es schon selber fest. Ja, yeah, okay. Gut. Gut. Nee, aber ansonsten war es auch gut. Lecker essen. Also jeden Tag Meeresfrüchte. So, die haben da Restaurants und alles offen? Wie stark ist der Corona-Konzept oder die Hygiene-Konzept? Also, wir sind am Samstag angekommen. Samstag, genau. Und bis Sonntag war es noch ein bisschen lockerer. Also bis Sonntag war die Ausgangssperre erst ab 11. Du musst aber auch schon, als wir angekommen sind, überall draußen eine Maske aufhaben. Also überall. Überall. Du musst eine Maske aufhaben. Am Strand natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob das in den Regeln nicht vorgesehen ist, dass du am Strand keine aufhast oder ob es einfach toleriert wird, dass du am Strand keine aufhast. Ja, aber so. Weil ansonsten wirklich überall musst du eine Maske aufhaben und dann ab Montag, also ich meine, der Indiz, also hier in Nürnberg hatten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 144, da war es, glaube ich, 52 oder 53. Okay. Aber am Montag ging es dann halt, oder übers Wochenende war halt ein bisschen gestiegen scheinbar und dann wurde sofort wieder strenger gemacht. Ich weiß aber auch nicht, wie viel gestiegen war, aber nicht viel. Da war dann aber die Ausgangssperre ab 10 Uhr. Okay. Und es durften nur noch 4 Leute zum Beispiel an dem Tisch sitzen. Also wir waren eine Gruppe von 6, das heißt, wir haben uns dann in 2 Grüppchen geteilt. Okay. Das haben wir jetzt auch, du musst auch im Auto eine Maske aufhaben, wenn es nicht dein Haushalt ist. Okay. Ich weiß aber noch von ein paar anderen. Ist das hier in Deutschland so jetzt? Jetzt, ja. Wenn du mit jemand fährst, musst du eine Maske haben? Wenn du mit jemand fährst, der nicht dein Haushalt ist. Nicht den Haushalt ist. Ja. Okay. Ja. Kurz ich weiß aber, ab wann sind die Regelungen von gestern in Kraft? Ich weiß es nicht, aber sobald die gelten, musst du im Auto eine Maske tragen. Also das ist neu. Das ist neu. Nicht etwas, das neu. Schon. Okay, jetzt verstehe ich. Ich habe gedacht, jetzt habe ich die letzte paar Wochen das komplett falsch gemacht. Nein, das ist gut. Ist neu. Das ist neu. Okay, das kommt neu. Okay. Ja, und also es hat eigentlich jeder eine Maske aufgehabt. Das stimmt schon. Nur, das muss ich sagen, im Flugzeug nicht. Und da kann auch die Fluggesellschaft nichts dafür, weil da.
So, ich wusste, ich fliege während der Pandemie in Urlaub. Ich weiß, ich muss mich vorher schlau machen, was gilt, was ich zu Ja. tun habe, weil ich Ja. möchte dieses tun. Also da war das Erste zum Beispiel, du brauchst einen negativen Corona-Test, um einzureisen. Und es reicht nicht. Also hier in Bayern kriegen wir ja kostenlose Tests. Der reicht aber nicht, weil Oh. auf dem Test muss deine Personalausweis- oder Reisepassnummer sein. Und das gibt es bei der kostenlosen nicht. Ist aber auch okay, weil ich will ja in Urlaub fliegen. Also der Freistaat Bayern muss mir ja nicht meinen Urlaub zahlen. Na klar. Aber es gibt eben so Freibierlätschen, nenne ich das mal, denen das scheißegal ist. Die haben dann den kostenlosen mitgebracht. Und die wurden am Flughafen halt dann nicht reingelassen, ohne nochmal einen Test zu machen und zu Wirklich? zahlen. Ja, Ja. also. Und die Airline, also die Airline hat nur kontrolliert, ob du einen Corona-Test hast. Du musst dich auch auf so einem Formular, wie lange du da bist, wo du bleiben wirst, ob du Symptome hast, also musst du auch vorher ausfüllen. Und das muss die Airline kontrollieren. Also die Airline muss kontrollieren, ob du deinen Test hast und ob du dieses Formular ausgefüllt hast. Und das wurde Okay. dann auf Teneriffa nochmal kontrolliert. Und da gab es dann drei Schlangen und du wurdest willkürlich in eine dieser drei Schlangen eingeteilt. Meine Freunde, die mit mir geflogen sind, hatten Glück. Da wurde einfach geguckt, ob die alles hochgeladen hatten und die durften durch. Ich musste meinen Test nochmal vorzeigen und der Idiot vor mir in der Schlange hatte eben diesen kostenlosen Test gemacht und hat sich dann da am Flughafen wie ein Oh Gott. Hans Wurst aufgeführt, dass ja, aber er hat ja einen Test und er ist negativ und was der unter. Ja. Nein, nein, nein. Ja, und das Gleiche war aber auch schon vorher, als wir losgeflogen sind, die haben dich ohne Maske nicht ins Flugzeug gelassen. Okay. Ja, aber Dann ging klar. auch schon wieder die Diskussionen los. Ah, nein, ich kann keine Maske tragen. Oh Dann Gott. sagt der Okay. Steward, ja, ohne Maske kannst du nicht aufs Flugzeug. Ja. Zieht man sich die Maske auf, der Steward sagt, okay, geht durch, er geht durch und zieht sich die Maske wieder runter. Manche Leute. Und weißt du, das ist also, der Urlaub ist freiwillig. Ja, Wenn ich genau. das machen will, dann muss ich mich halt an die Regeln halten, ne? Ja. Ja. Ja, das, ich finde, Ja. manche Leute sind ein bisschen zu blöd, weil, wie du sagst, du weißt schon, dass es eine Pandemie ist, alles ist ein bisschen unzuverlässig am Moment. Du Ja. weißt nicht, was morgen kommt mit Regeln und so weiter. Du musst einfach vorbereitet sein. Wenn du diese Urlaub machen möchtest, musst du bereit sein, die Regeln zu verfolgen. Wenn ich ein moralisches Schwein bin und in Urlaub fliege, während andere Leute hier die Pandemie bekämpfen, ja, dann muss ich mich halt einfach an die Regeln halten. Ja, und es muss auch ein bisschen mehr Arbeit sein als normal. Ja, und deswegen sage ich, das ist vollkommen in Ordnung, dass ich da den Test selber zahlen muss, weil ich will in Ja. Urlaub. Ja, klar. Oh. Sehr interessant, aber so, das war ein bisschen gut und ein bisschen schlecht, weil ich kann mir vorstellen, dass es schön ist, dass so wenig Leute da war, weil was ich gehört habe von solchen Urlaubsorten, die sind immer so voll. Aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen nicht so schön, weil du hast nicht diese Vibe oder Atmosphäre, dass du normalerweise im Urlaub hast, oder? Also nein, doch, es war eigentlich echt super entspannt, Ja? weil du musstest dich halt nicht um den Platz am Strand prügeln. Die Restaurants, also dass du die Leute auf Teneriffa, absolute Herzchen, super süße Leute, super nette Leute, super aufgeschlossen. Und die sind einfach so happy, dass du da bist. Ja, klar. Ja, und Ja. also du merkst es, wir hatten einen dabei, der war schon 4 oder 5 Mal auf Teneriffa und jedes Mal, egal wo wir hingegangen sind, das Erste, was der gesagt hat, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das normal hier aussieht. Okay, Und du ja. hast es halt aber auch gemerkt, weil halt auch in der Stadt selber oder in der Stadt, in dem Urlaubsort selber sehr viele Restaurants zu waren. Das hat auch der Kumpel, der dabei war, der wollte uns zu seinen Lieblingsrestaurants und sonst was bringen. Und bei 2 oder 3 war es dann so, dass die geschlossen hatten, permanent. Okay. Ja, Ja. das ist das Problem jetzt so. Ja, natürlich, wenn die das freuen, wenn die Tourismus ein bisschen zurückkommt. Das ist nicht nur. Ja, du hast etwas gut getan, Nina. So, du hast es nicht Ja. für dich selber gemacht, du hast es Ich habe für es die für die Leute von Wirtschaft Teneriffa gemacht. gemacht. Ich habe es für die Wirtschaft gemacht, ja. Ja, Weil aber ich du hast meinen letztes Bachelor Mal ge Tourismus studiert habe, muss ich die Wirtschaft siehst unterstützen. du? Siehst du? Aber du hast schon erzählt letztes Mal, dass du fühlst dich wie ein Criminal oder dass du etwas Kriminales machen hast. Hast du immer das Gefühl auf Urlaub gehabt, dass du etwas komplett kriminell Also im machst? Urlaub nicht, also es war ja nicht verboten, aber im Urlaub überhaupt nicht, weil die haben sich gefreut und alle anderen, die da waren, die haben mir das Gleiche getan. Auch beim Zurück. Ich muss sagen, ich war überrascht, wie viel los am Flug. Also der Flughafen war leer, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute so sind wie ich und sagen, Jungs, ich bin jetzt seit einem Jahr hier.
Ich kann nicht mehr. Ja, und es war, ja. Also ich glaube, also der Urlaub war super, super geil und ich empfehle, also nach Corona empfehle ich auch allen in den Urlaub zu fliegen nach Teneriffa. Ich glaube aber, du hättest mich auch an den letzten Touri-Ort schicken können. Das Wetter hätte das beschissen sein können und ich hätte immer noch gesagt, ich bin im Urlaub. Das ist so schön. Ja, weil man vermisst dieses Gefühl ein bisschen. Jetzt ist es schon, ich meine, im August letztes Jahr haben wir in Deutschland ziemlich viel Lockerungen gehabt und da zum Beispiel ich war im Urlaub damals und der Inzidenzwert war sehr, sehr gering und niemand hat wirklich so viel an Corona gedacht und war August und das war okay, das war auch sehr schön und damals habe ich auch dieses Gefühl gehabt, dass es war eigentlich egal, wo ich war, das war egal, dass ich immer noch in Bayern war, das war so schön, irgendwie auf einem See zu sein und weg von zu Hause und im Urlaub zu sein, das war echt schön und ich glaube jetzt ich hoffe, dass es bis Sommer ein bisschen locker wird, aber ich habe heute eine Nachricht gelesen, dass vielleicht das Reisen untersagt werden soll. Ja, ich glaube, du hast es wirklich jetzt der das richtige Zeitpunkt gemacht. Das war aber auch der Grund. Also ich wollte vor den Ferien gehen, weil in den Ferien fliegt jeder. Nee, danke. Ja. Genau. Und ich habe mir auch gedacht, wenn ich jetzt noch warte, wer weiß, wann ich das nächste Mal darf. Mhm. Und das ist total komisch, wie es jetzt ist, dass man in Deutschland nicht im Urlaub sein dürfte, aber du kannst... Aber nach Mallorca oder auch Teneriffa, wie wir sehen, du kannst auch da Urlaub machen und das ergibt keinen Sinn und ich glaube, es bleibt nicht so für Mallorca ist ja sogar noch einfacher als Teneriffa, weil Teneriffa mit seiner Indizenz über 50 ein Risikogebiet ist und Mallorca hat ja jetzt unter 50 und ist damit kein Risikogebiet mehr und deswegen brauchst du, glaube ich, für jetzt, das ändert sich in zwei Wochen, wenn wir alle die deutsche Pest eingeschleppt haben, ändert sich das wieder. Genau. Aber du brauchst, glaube ich, weil Mallorca kein Risikogebiet ist, ich bin mir nicht sicher, ich sage hier Halbwahrheiten, keine Ahnung, beim Rückflug kein Test. Irgendwas ist der Unterschied, aus irgendeinem Grund ist es einfacher nach Mallorca. Also Spanien will, dass du einen Test mitbringst, ganz klar. Und ich glaube aber, weil Mallorca eben kein Risikogebiet mehr ist, brauchst du beim Rückflug keins. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Nee, genau. Und ich glaube, das war, was auch immer jetzt der Fall ist, es bleibt nicht so. Ich glaube, es wird sich in der nächsten Woche oder so sich ändern. Ziemlich schnell. Ja, glaube ich auch, weil deutsche Urlauber sind ein Albtraum, vor allem auf Mallorca. Habe ich gehört, ich kenne mich nicht so gut aus mit Deutschen im Urlaub. Und das hast du jetzt nicht der Chance zu sehen, weil es gab wahrscheinlich nicht so viele Deutsche, wo du warst. Nee, doch. Wir sind überall schon. Wir sind ja, ich überall. Weiß. Das weiß ich, ja. Ja. Ich weiß keine deutschen Urlaubsklischees. Also das kannst du mir nicht sagen. Also das typische Deutsche, das ist nicht Mallorca-spezifisch, das ist typischer deutscher Urlauber. Ich bin nicht so, sag ich gleich. Aber das ist typisch deutsch. So sagen alle die Deutschen natürlich. Also ich würde sagen, du kannst einen deutschen Urlauber genauso schnell entdecken wie einen amerikanischen. 100%. Okay. Ja. Sandalen in den Socken, das hast du 100% schon gehört. Aber die machen das auch zu Hause, deswegen. Man merkt, dass es ist wirklich. Auch so eine hellbraune Cargo-Short, irgendwie so eine Bauchtasche oder so, Dickfett-Sonnencreme überall und trotzdem verbrannt. Und was auch, glaube ich, ein typisches Vorurteil ist, und das stimmt auch: Deutsche gehen in Urlaub und regen sich dann auf, dass keiner mit ihnen Deutsch sprechen kann, wo ich mir denke, man muss in Deutschland Urlaub machen. Und hier kriegt man gar kein gutes Schnitzel. Warum fliege ich nach Spanien, um ein Schnitzel zu essen? Schnitzel. Obwohl, ich muss sagen, ich kenne auch Deutsche, die sich freuen, dass es kein andere Deutsche um dich gibt im Urlaub. Ja, du bist eine, weil ich habe schon von mehreren Deutschen gehört, dass wenn die im Urlaub fahren, die wollen kein Deutsch hören. Und ich bin auch so jetzt. Ich bin in Deutschland lang genug, um Deutsch zu sein. Und wenn ich im Urlaub fliege oder was auch immer, will ich kein Schnitzel, ich will kein Deutscher essen. Ich fliege immer nach Südafrika, um meine Familie und Freunde zu besuchen. Und wenn ich da bin, es gibt immer eine Freund von mir, der sagt, hey, wir gehen zu deutsche Restaurant. Nein, fuck no, ich will nicht. Ich bin hier in Südafrika, ich will nichts von Deutschland haben. Aber ich kenne es aus den USA, die wollen dann immer, dass ich für sie Deutsch koche. Na klar, verstehe ich auch, mache ich auch. Ich denke immer so, aber nur, weil ich euch lieb habe. Nee. Und dann auch so ein ganz typisch deutsches Ding ist Liegen reservieren.
Deutsche stehen um 6 Uhr morgens vorm Frühstück schon am Pool oder sonst was mit ihrem Handtuch, legen das Handtuch auf die Liege in der ersten Reihe und gehen dann frühstücken. Und somit ist die Liege für sie reserviert. Das ist reserviert? Ist das eine Regel? Das ist eine Regel. Und der Deutsche, wird sich mit dir drum prügeln. So, ich glaube, auch wenn ich im Urlaub bin und ich gehe eine Liege vorbei und ich sehe, dass es ein Handtuch, da gehst du nicht Handtuch, hin. Dann gehe ich nicht drauf. Okay, und die Deutschen machen das mit Absicht, die gehen ganz früh und reservieren einen Platz dafür. Das ist ein bisschen logisch. Ich kann sehen, dass es die deutsche Mindset ist, aber es ist auch ein bisschen sad. Assi, das ist Assi. Das ist oder Assi. Ja, und dann der deutsche Mallorca-Urlauber, der ist so, dass der Deutsche geht an den Ballermann. Mallorca ist eine wunderschöne Insel. Wunderschöne Insel. Kann ich nur zum Wandern empfehlen. Es gibt super geile Strände, die nicht der Ballermann sind. Aber der Ballermann, das ist das, was ich. Schäme ich mich. Da schäme ich mich. Weil die sind am Strand, saufen in Eimer Sangria zu siebt. Mhm. Da wird der Coronavirus schön verbreitet und verbreitet und dann kotzen sie nebenhin an den Strand. Du malst so ein wunderschönes Bild davon, dass ich muss das irgendwann überleben. Das klingt interessant. Aber machen nur junge Leute da Urlaub oder ist es auch ein Familienurlaubort? Familien würde ich vielleicht nicht sagen. Okay. Aber Ballermann ist wirklich Party-Urlaubort. Party, aber ich bin nur durch den Ballermann durchgefahren, weil als ich damals auf Mallorca mein Praktikum gemacht habe, meine Mutter und meine Schwester unbedingt den Ballermann sehen wollten. Mhm. Und ich so, einmal gehe ich mit euch hin und das war's. ich kann mir aber vorstellen, weil es ist wirklich deutsch. Also das Ballermann ist deutsch. Es kann jeder deutsch. Es ist alles auf deutsch. Du kriegst das Restaurant, der Name ist deutsch, das Menü ist deutsch, der Kellner kann deutsch. Die verstehen alle, dass und ich kann mir vorstellen, dass Familien irgendwie, keine Ahnung, mit kleinen Kindern dann da ihr Schnitzel essen gehen, weil was essen kleine Kinder, ne? Ja, Schnippo. Schnippo, Schnitzel mit Pommes. Ja. Sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Ja, ich habe ein paar Deutsche im Urlaub gemerkt. Was lustig war, ist, als meine Frau und ich gelernt haben, dass wir nach Deutschland umzieht, ich habe bis kurz bevor ich gegangen bin, nie Kapstadt gesehen. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich nach ein anderes Land umziehen, muss ich jetzt irgendwann Kapstadt sehen. Und dann haben wir einen kurzen Urlaub nach Kapstadt gemacht, kurz bevor wir weggereisen sind und haben auch mehrere Freunde da getroffen und so weiter. Aber und was lustig ist, wenn ich früher in meinem Leben Kapstadt gesehen hätte, hätte ich niemals in Johannesburg so lange gewohnt und auch vielleicht nicht nach Deutschland umgezogen bin. Aber so ist es. Ich habe es erst sehr spät. Aber da so hast in du jetzt mit mir einen Podcast schon. Ja, mein ganzes Leben ist nur bis zu diesem Punkt, Nina. Das ist mein Destiny. Was ist Destiny auf Deutsch? Mein Schicksal. Schicksal. Mein Schicksal, Nina. Alles ist bis jetzt hier geleitet. Aber ich kann mich erinnern, dass plötzlich, zwar wie wir vor ein paar Folgen gesagt haben, wenn du an etwas denkst oder etwas passiert, dann siehst du nur dieses Ding. Die und da im Kapstadt habe ich nur Deutsche gesehen. So viele deutsche Leute machen Urlaub da. Und weißt du, was lustig war? So viel, ich war auf Table Mountain im Kapstadt, das ist so ein berühmter Berg. Und da oben war es wir haben ein Sunset gesehen. Und das war echt schön. Das war wirklich atemraubend, wie die Deutschen sagen. Atemberaubend. Das auch, das war es auch. Es war beides. Und dann habe ich da die Deutschen gehört, dass die haben angefangen zu singen auf Deutsch. Und ich habe meine Frau angeschaut und ich habe gesagt, was für ein Land. Wohin? Aber die waren ein bisschen ältere, muss ich sagen. Die waren so über 60 vielleicht. Aber die haben so schön gesungen auf Deutsch, auf Table Mountain, einfach da. Jemand hat ein Gitarre dabei gehabt, das wirklich oben nach, so oben Table Mountain mitgebracht hat. Und ich habe mich gefragt, was für ein Land und Volk ist das? Und deswegen möchten wir Deutsche im Urlaub keine Deutschen sehen. Yeah. Da haben wir im Urlaub auch drüber geredet, weil wir so eine International Friend Group sind. Und die sagen immer, die checken das nicht, wenn sie, also der eine ist aus der Ukraine, der andere Mexikaner, was weiß ich, wenn sie im Urlaub oder in Deutschland einen anderen ihrer Nationalität treffen, die sind Best Friends immediately. Ja, genau. Also, genau.
Gott, du bist Oh mein Gott. Deutsche, ich höre Deutsch und ich laufe 40 Meter weiter, bevor ich wieder was sage, weil ich nicht möchte, dass der andere Deutsche hört, dass ich auch Deutsch bin. Ja, ja. Ah, das ist wunderschön. Was gibt es andere Merkmale von Deutschen im Urlaub oder war das die meisten? Ich glaube, das sind so die typischsten. Mhm. Also wie gesagt, also meiner Meinung nach regen sich die Deutschen immer auf, dass keiner Deutsch kann im Urlaub und dass es kein deutsches Essen gibt und das mit den Handtüchern. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und ich wir meckern gerne, aber das machen wir auch zu Hause gerne. Mhm. Yeah. Ja, sehr cool, Nina. Aber ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Und ich freue mich auch, dass ich kein Corona habe. Ja, es hat sich gelohnt. Übrigens, es hat sich gelohnt. All diese Sachen, dass du machen musst und Tests und Quarantäne und so weiter, es hat sich gelohnt. Ja, ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung, in den Urlaub zu fliegen, auch wenn ich mir kriminell vorgekommen bin. Ja, ich bin neidisch. Ich will auch im Urlaub, Nina. Das sagt tatsächlich, nein, brauchst dich nicht schlecht fühlen. Ich würde es auch machen. Ja, ja. Ja, ja. Wäre interessant zu hören, was die anderen Leute denken. Ich glaube, wir bekommen Kommentare dazu auf YouTube. Aber mal schauen. Aber ja, speaking of YouTube, apropos, wir haben einen YouTube-Kanal. Wenn du das nicht gesehen hast, dann geh einfach zu YouTube und subscriben. Und du kannst auch der Podcast followen. Es wird langsam, es heißt Follow. Apple Podcast ändert sich. Es ist nicht mehr Subscribe, du musst das followen. Du musst es followen. Passen sich an Spotify an. Ja, genau. Aber Spotify, ich glaube, war der Grund dafür, weil es ist seit ewig Follow auf Spotify. Ja. Followen. Und genau, du kannst uns das auch auf Spotify followen, genau. Spotify sind wir da, followen uns da. Und mehrere auch Plattformen. Unter die Beschreibung dieser Episode können wir auch gerne unseren YouTube-Link packen. Yes, das machen wir auf jeden Fall. Vielleicht möchtest du zu diesen verführerischen Stimmen auch die absolut verführerischen Gesichter sehen. Ich weiß nicht, was verführerisch bedeutet, aber ja, was Nina gesagt hat. Oh, sexy, ja, yeah, genau, hast du recht. Gut, Nina. Schauen war wieder schön mit dir. Und wirklich bis nächste Woche sind wir wieder da. Bis dann. Bis dann.